Und da darf ich einen Gast aus Bayern begrüßen, von der Piratenpartei. Und das ist der Emanuel Kotzian. Yeah, Happylicious. Ihr habt in den Laden gerockt. Ich habe gehört, jemand wollte, dass ich mitsinge, aber es geht nicht, dann werdet ihr alle geflüchtet. Und außerdem wurde meine Redezeit auf 3 Minuten begrenzt, weil das ja ein bisschen hier hinten dran ist. Ihr habt schon heute einen Haufen Inhalt gehört, die Argumente wurden genannt. Deshalb auch von mir als Piraten einfach herzliche Grüße. Danke, dass ihr heute da wart. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich habe so das Gefühl, dass tatsächlich wieder so eine Art Legalisierungsvirus durch Deutschland zieht. Der Virus, der schon längst Uruguay und Prag und Los Angeles, Colorado und weitere Staaten erfasst hat, jetzt auch am Görlitzer Park demnächst, habe ich gehört. Super, geil, danke Berlin. Berlin ist mal ein bisschen extra. Okay, also es gibt diesen Virus, der geht gerade um. Und 1998 gab es diesen Virus auch schon ein bisschen. Ein paar von den Leuten, die vor 15 Jahren damals auf der Handparade dabei waren, wissen das, glaube ich, noch. Es war schön, wir haben es gespürt, irgendwas soll sich ändern nach den Wahlen. Aber nein, anstatt dass das Hanf legalisiert wurde, hat Rot-Grün tatsächlich auch noch dafür gesorgt, dass auch noch die Samen illegal wurden. Ja, voll! Okay, also ich komme von 1998 auf 2013. Wir haben wieder die Möglichkeit, in diesem Herbst ein bisschen was zu verändern. Und ich bitte euch, diesmal tatsächlich euer Vertrauen uns zu schenken. Also ich glaube, meine Vorredner aus der Piratenpartei haben das erzählt. Wir sind Kifferpartei. Ich glaube, das steht sogar in der offiziellen Presseerklärung drin, dass wir eine offizielle Kifferpartei sind. Ich möchte mich dazu erklären, dass ich persönlich, sollte ich in den Bayerischen Landtag reinkommen, tatsächlich Pain in the Ass machen werde in Bayern und alles dafür tun werde, um das tatsächlich legal zu kriegen. Aus, basta. Ich werde nicht nur eine eigene Pflanze da drin züchten. Yeah! Natürlich. Als nächstes wird ein Cannabis Social Club erstmal nur für Abgeordnete gegründet, um, ja natürlich, um ein paar CSUler erstmal richtig reinzulocken. Also Leute, es gibt genügend Aktionen zu tun. Schenkt diesmal tatsächlich uns das Vertrauen. Ich will euch jetzt die Party nicht mit zu viel Politik vermiesen. Hemperlicious fand ich jetzt wirklich geil und ich möchte auch hier, dass es mit Musik weitergeht. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit einem großartigen Hanfpolitiker, der jetzt nicht als Parteimensch hier spricht. Und danke euch, dass ihr da wart und wir sehen uns spätestens bei den Wahlen in den Wahlkabinen wieder. Danke euch und Rock Berlin! Tschüssi! Herzlichen Dank, Emanuel. Und